war sehr ergreifend. Ich glaube, dass wir alle sehr ergriffen waren. Also ich musste flennen. So, zum Glück hatte ich meine Sonnenbrille auf. Der Paul, mit dem ich zusammen den Film geschrieben habe, der ja selber ein Elitesoldat ist, der hat mir viele Geschichten erzählt von Freunden, die er verloren hat oder Leute, die vor seinen Augen verblutet sind. Und als ich dann da stand und die ganzen Namen, die Erinnerungstafeln von den Soldaten, die hier gefallen sind, das hat nochmal eine andere Bedeutung bekommen, weil wenn du sowas erzählt bekommst, dann hast du ja eigentlich nicht wirklich die Bilder im Kopf. Und dir dann der Presseoffizier noch zu dem einen oder anderen gefallenen Deutschen die Geschichte erzählt, was sie vorher noch geleistet haben, von dem einen, der reingegangen ist, um den anderen, seinen Kameraden zu retten und dabei selber erschossen worden ist, den anderen aber gerettet hat. Oder allein zu wissen, da liegt einer, der ist verwundet und die sind alle da und warten auf mich, feuern auf mich und ich gehe trotzdem da rein, um den rauszuholen. Das ist was ein Held ist. So. Ich werde immer gesagt, ja, du investierst dein eigenes Geld in deine Filme und du machst den Film, obwohl keiner dran glaubt. Das ist ja wahnsinnig mutig, sag ich. Das ist überhaupt nicht mutig. Ja. Mutig ist das, was die Leute hier machen, die in so eine Situation kommen. Sehr ergreifend. Als ich letztes Jahr den Bombi bekommen habe für Kokowe, da hat ja auch ein Soldat, der hier in Afghanistan einen Kameraden gerettet hat und dabei sein Augenlicht verloren hat, hat er auch einen Bambi bekommen für Tapferkeit. Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und ich bin danach an seinen Tisch und habe mich noch mit ihm unterhalten und so. Da war nicht einmal ein Klagelied zu hören, sondern einfach nur eine Bitte. Und die Bitte war, wenn ihr uns helfen könntet irgendwie, also in der Bevölkerung ein bisschen mehr Verständnis käme, dann wäre ich schon wahnsinnig glücklich so. Naja, und ich habe zu ihm gesagt, ey, verlass dich drauf, ey. Ich tue mein Bestes so. Und so nach heute schon unterschreibe ich das noch zweimal. Soldaten sind definitiv das wahrscheinlich kritischste Publikum, was du finden kannst. Was erhoffst du dir von den Jungs? Na, erhoffen tue ich mir eigentlich nur, dass der Film gefällt. Das machst du bei jedem Film, den du machst, hoffst du natürlich, dass du ein Publikum findest, das den Film genauso geil findet wie du selber. Dann bin ich ja mal gespannt wie Flitzebogen, denn es ist auch ein sehr emotionaler Film. Heute Abend, 19.30 Uhr im Atrium, da werden wir deinen Film zum ersten Mal sehen. Ja, das ist was... Das ist schon was Besonderes, also auch für uns alle was Besonderes. Hallo, hier ist Til Schweiger. Ich bin heute in Masai-Sharif angekommen und würde euch wahnsinnig gerne einladen, die Weltpremiere meines neuen Kinofilms Schutzengel hier im Camp Mama live mitzuerleben. Heute Abend im Atrium um 19.30 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr alle kommt. Am meisten freue ich mich jetzt auf ein eiskaltes Bier und eine kalte Dusche. Und dann freue ich mich auf die Filmvorführung. Also ich hoffe, dass er Ihnen genauso gut gefällt wie den anderen Soldaten, die ihn bis jetzt gesehen haben.